Marino Costanzo, 0-1 Niederlage in Montenegro. In Podgorica hat kalte Herbstwind die Hoffnung auf einen guten Start in die EM-Qualifikation gerade ein bisschen weggewindet. Ja, die Ausgangslage ist sicher schwieriger geworden, aber wir glauben trotzdem noch, dass wir die Wende schaffen können. Es wird sicher sehr schwierig und es benötigt einen zischigen Sieg. Im Club sind Sie meistens Stammspieler, jetzt in der Nationalmannschaft auf der Ersatzbank. Ist das schwieriger, da mitzufiebern, wenn man nicht selber eingreifen kann? Nein, sicher nicht. Ich tue immer mit Fieber, egal ob ich spiele oder nicht. Ich denke, wichtig ist, dass wir jetzt auf den Erfolgsspur kommen und probiere mein Maximum zu geben und versuche mich aufzuringen in den Trainings und das Weitere wird man sehen. An der Chance hat es eigentlich nicht gemangelt, zum Beispiel vor der Pause so eine Vierfachchance, eine unglaubliche Szene. Liegt es einfach daran, dass man jetzt, wo so lange kein Stürmer mehr getroffen hat, dass einfach kein anderer Spieler vielleicht die Grinta hat vor dem Goal so richtig den Ball reinschieben, wie der Vucin ist zum Beispiel bei Montenegro? Ja gut, nach einer Niederlage ist immer einfach das zu sagen. Ich denke, wenn wir 1-0 die Führung gehen, dann gewinnen wir das Spiel und sind wir gekommen, wir können dann auf Konter spielen. Fußball ist nicht immer erklärbar und jetzt müssen wir weiter schauen, optimistisch bleiben und ja, Dienstag ist sicher ein schwieriges Spiel, aber wir sind voller Zuversicht. Jetzt angesprochen, Dienstag gegen Wales zu Hause. Wie sehen Sie Ihre Chancen, selber zum Einsatz zu kommen? Ja, das wird man sehen. Ich denke, der Trainer wird sich seine Gedanken machen und ich versuche mich da aufzudrängen in den Trainings und das wird man dann im Dienstag sehen, was ich für eine Rolle spiele.